Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Kunstschau. Das heutige Thema lautet Henri Matisse und der Fauvismus. Wir schalten uns mit meinem Außenkorrespondenten Dominik Ort in Le Cateau Cambrésis. Dominik, wie ist die Lage da draußen? Danke, Joshua. Heute berichte ich aus dem Wald von Le Cateau Cambrésis. Und wie Sie schon gemerkt haben, ist unser Hauptthema heute der Fauvismus. Der Fauvismus gilt als große künstlerische Revolution des 20. Jahrhunderts und trat erstmals 1905 auf. Die Bilder sind nicht realistisch und sehr flächig. Auffällig ist, dass die Künstler überwiegend grelle Farben benutzen und teilweise klassische Motive verwenden. Fauvisten werden auch Fauves genannt. Neben Henri Matisse waren bedeutende Künstler Georges Braque und André Derain. Einzigartig ist, dass sich der Fauvismus konkret von 1905 bis 1907 eingrenzen lässt. Vielen Dank, Dominik. Und nun zum Erschaffer des Ganzen, Henri Matisse. Wir schalten zu unserem Kunstexperten Martin Koch live aus Paris. Danke, Joshua. Wie er bereits angekündigt hat, rede ich heute über den Künstler Henri Matisse. Henri Matisse, mit vollem Namen Henri-Émile Benoît Matisse, wurde am 31.12.1869 in Le Cateau Cambrésis geboren. Gestorben ist er am 3.11.1954 in Kimiès bei Nizza. Sein Vater war Besitzer einer Drogerie in Bois-en-Vermandois, weswegen er dort seine Kindheit verbrachte. Danach begann er eine juristische Ausbildung in Paris und hatte dort seinen ersten Kontakt mit der Malerei. 1891 begann er dann ein Kunststudium in Paris und machte dort Bekanntschaft mit dem Künstler Albert Marquet, welcher auch ein Fauvist war. Zunächst kopierte er berühmte Werke, wie zum Beispiel aus dem Louvre, später jedoch malte er auch eigene mit expressionistischen Merkmalen. 1898 heiratete er Amélie Parent und hatte mit ihr eine Tochter und zwei Söhne. Nach den Ausstellungen wurden er und seine Kollegen Les Fauves genannt, was so viel heißt wie die Wilden. Aufgrund dieser expressionistischen Merkmale gilt er als Begründer des Expressionismus. Nach den Ausstellungen machte Henri Matisse Bekanntschaft mit dem berühmten Künstler Pablo Picasso und widmete sich fortan der Lithografie und den Holzschnitten. Dann tätigte er auch Auslandsreisen, weswegen er sich 1940 von seiner Frau trennte. 1941 erlitt er eine Darmerkrankung ohne Genesung, weswegen er fortan einen großen Teil seines Lebens im Rollstuhl verbrachte. 1951 malte er dann noch sein großartigstes Bild, wie viele sagen, das Bild Das Meisterwerk. Er starb am 3. November 1954 mit 85 Jahren in Kimiès. Nun analysieren wir eines der berühmtesten Bilder des Künstlers Henri Matisse. Es trägt den Namen Offenes Fenster in Couliure und entstand 1905 während der fauvistischen Periode des Künstlers. Es hat die Maße 55,3 x 46 cm und wurde mit Öl auf Leinwand gemalt. Ausgestellt ist es in der National Gallery of Arts in Washington D.C. Zunächst macht das Bild einen sommerlich heiteren ersten Eindruck. Zu sehen ist ein geöffnetes Fenster mit Blick auf den Hafen der Stadt Couliure. Das geöffnete Fenster besitzt auf jeder Seite drei kleine Glasscheiben. Zusätzlich stehen auf der Fensterbank drei Blumentöpfe. Das Fenster ist rundherum mit Efeu bewachsen und das Meer ist rosa dargestellt. Die abgebildeten Segelboote sind rosa, blau und rot gefärbt. Das Bild besitzt einige vertikale sowie horizontale Linien, von denen viele auf einen Fluchtpunkt in der Ferne zulaufen. Durch die sich vom Blau nach Rot erstreckende monotone Farbwahl ist das Bild sehr kontrastarm. Auch wegen der plastischen Darstellung scheint Matisse auf Schattierungen verzichtet zu haben. Das Bild wirkt durch Überlagerung, Höhenunterschied und Größenunterschied untypischerweise für den Fauvismus äußerst räumlich. Ebenfalls untypisch für den Fauvismus ist die impressionistische Kommastrichführung.
Vielen Dank, Martin. Das war die heutige Kunstschau. Ich verabschiede mich aus dem Studio. Schönen Abend noch.